Was geschah nach einer Dezimierung? Wenn ein General beschloss, eine Legionseinheit zu dezimieren, wurden diejenigen, die das Glück hatten zu überleben, auf zweierlei Weise bestraft. Erstens waren sie gezwungen, ihre Zelte außerhalb des Lagers aufzuschlagen und zu schlafen, was äußerst gefährlich war. Außerdem durften sie das Essen der anderen Soldaten nicht teilen und waren gezwungen, Gerste von Pferden und Rindern zu essen. In dieser Situation wurden sie mehrere Monate lang gehalten, bis der General es für angebracht hielt, die Bestrafung zu beenden.